wollte an seinen Organizer, um meine Telefonnummer zu löschen. Die Nummer hat er gar nicht gespeichert, nur ihren Namen. Und der stand für gestern Abend in seinem Terminkalender. 23 Uhr im Gordis. Da haben Sie sich getroffen. Nein, das stimmt nicht. Haben Sie das Treffen abgesagt? Nein, es gab kein Treffen. Also ich meine, keine Verabredung. Warum hat Fritz Altan im Gordis auf Sie gewartet? Das weiß ich nicht. Wir haben ein Chatprotokoll. Wir wissen, dass Sie sich mit Fritz Alt gestern verabredet hatten. Das kann nicht sein. Ich war schon lange nicht mehr im Chat. Sie bleiben dabei, Sie haben ihn nicht getroffen. Ja. Wir hatten uns getrennt. Wann? Vor 2 Monaten. Er wollte, dass ich mich scheiden lasse und zu ihm ziehe. Er hat nicht verstanden, warum das nicht geht. Gab es deswegen Streit? Und Sie haben trotzdem Schluss gemacht? Ja. Wir haben uns geliebt. Er hat immer gesagt, mit mir will er alt werden. Hat er die Trennung einfach so hingenommen? Nein, er hat's akzeptiert. Wie lange waren Sie zusammen? 1,5 Jahre. Es muss Ihnen doch auch schwer gefallen sein, Schluss zu machen. Immerhin haben Sie noch seine Wohnungsschlüssel. Oder ging Ihre Liebe doch nicht so tief? Wenn Sie ihn wirklich geliebt haben, warum haben Sie sich dann nicht scheiden lassen? Ist doch heutzutage kein Problem mehr. Das ist nicht so einfach, wie Sie denken. Ich liebe meine Frau und meine Kinder. Wirklich? Oder ist es nur Bequemlichkeit, dass Sie nicht gehen wollten? Jedenfalls wollten Sie nicht, dass das alles rauskommt. Gerade jetzt, wo Sie Ihr normales Leben wieder zurück hatten. Und deswegen haben Sie Ihren Ex-Liebhaber umgebracht. Nein! Wo waren Sie gestern Nacht zwischen 12 und 1? Wo waren Sie? Spazieren. Spazieren? Mit wem? Allein. Sie hatten Streit mit Ihrem Liebhaber. Sie hatten eine Verabredung am Tatort und Sie behaupten, zur Tatzeit spazieren gewesen zu sein, ohne dass das jemand bestätigen kann. Für mich war das nicht irgendein Liebhaber. Was hast du denn im Gesicht? Geprügelt? Mit wem? Das interessiert dich jetzt. Ich bin dein Vater, ich mach mir Sorgen, ist normal. Normal, ja. Eva, es gab keinen Döner mehr, ehrlich. Jetzt komm, iss. Weißt du, denkst, ich habe ein Verhältnis.
Aber die Wahrheit ist, ich liebe dich immer noch. Wie kannst du sowas sagen? Nachdem, wie du uns die letzten Wochen behandelt hast, als wären wir gar nicht da. Gib doch endlich zu, dass du ein Verhältnis hast. Ja, ich weiß, ich habe Fehler gemacht. Ich will nur eins wissen. Was hast du mit dem Tod von Fritz Alt zu tun? Wie kommst du darauf? Die Polizei war hier. Du weißt es? Ich weiß es schon länger. Hast du mit seinem Tod was zu tun? Ich habe mich für dich entschieden. Es ist vorbei, Gerd. Es ist doch schon lange vorbei. Ich habe dich immer geliebt, Carla, immer. Immer? Immer? So wie vor 4 Jahren schon? Was war denn mit dem Buchhändler? Glaubst du, ich habe keine Augen im Kopf? So wie der dich immer angeglotzt hat, wenn er hier war. Das war ein Kunde, dem habe ich ein Bücherregal gebaut. Wie hätte ich denn wissen sollen? Endlich die Wahrheit! Ich lüge nicht! Wann sagst du endlich die Wahrheit? Wann? Das ist die Wahrheit. Wenn ich dir von Fritz erzählt hätte, glaubst du, das hätte unsere Ehe gerettet? Nein. Aber du hättest mich wenigstens ernst genommen. Was machst denn du noch hier? Die ersten 2 Stunden sind heute ausgefallen. Was an meinem Computer? Ich hab meine eigenen. Spionierst du hinter mir her? Was ist los? Warum redest du nicht mehr mit mir? Warum? Weil du ein Schwein bist. Du hast uns alle belogen. Belogen und beschissen. Und du hast Mama mit diesem alten Sack betrogen. Ich bin so froh, wenn du weg bist.